Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Am Dienstagnachmittag gab es für die Kids im Kinder- und Jugendhaus Mareike eine vorweihnachtliche Bescherung. Gemeinsam mit den Dresden Monarchs, den Eislöwen und den DSC-Volleyballerinnen besuchten drei Dynamo-Profis die sozialpädagogische Einrichtung im Dresdner Stadtteil Prohlis. Also es ist jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, in Folge, dass Dynamo eben und andere Vereine diesmal auch für Kinder spenden. Und es ist halt wirklich eine gute Sache, weil die Jungs haben genug und die Jungs können was geben. Und deswegen ist es ganz schön. Das war super, dass wir war hier, die alle Kinder gesehen, Geschenk geben. Und ja, das ist immer warm hier drin. Wie in den vergangenen beiden Jahren packten die Spieler und das Trainerteam der SGD Geschenktüten für die Kinder. Unterstützt wurden sie in diesem Jahr von den drei anderen großen Sportvereinen in Dresden. 80 Geschenktüten brachten die Sportler am Dienstag mit ins Kinder- und Jugendhaus. Nicht nur für Romain Prégerie, Thorsten Schulz, Robert Koch und Vizepräsidentin Diana Chantin war die Aktion eine Herzensangelegenheit. Ich habe meinen kleinen Vortrag gehalten in der Kabine und es waren alle sofort begeistert. Jeder war bereit, zu spenden, sage ich mal. Und innerhalb von einer Woche hatten wir alle Tüten zusammen. Deshalb sah es bei mir in der Wohnung ein bisschen kurios aus, weil da alles voll stand. Aber wenn man dann hier in die lachenden Gesichter schaut, dann weiß man, dass es sich gelohnt hat. Toll. Das ist ein ganz unvergessliches Erlebnis für die Kinder. Also an sich haben wir das ja so schön beobachten können, wie die Freude sich immer mehr steigerte, je näher der Tag gekommen ist, dass die Sportler ins Kinder- und Jugendhaus Mareike kommen. Im Kinder- und Jugendhaus Mareike werden täglich bis zu 50 Kinder und Jugendliche betreut. Das Kinderhaus liegt in einem der sozialen Brennpunkte Dresdens. Deshalb haben Robert und seine Lebensgefährtin Doreen beschlossen, die weihnachtliche Dynamo-Tradition in diesem Jahr fortzuführen. Ins Leben gerufen hatte die Aktion vor zwei Jahren Ex-Dynamo Martin Stoll und seine Ehefrau Maria. Also es geht eben darum, einfach ein Kinderhaus zu finden, wo besonders viele bedürftige Kinder sind. Und gemeinsam mit Diana haben wir geschaut und haben halt gedacht, dass es hier ein ganz guter Anlaufpunkt ist, weil hier einfach viele Kinder sind, die besonders Unterstützung brauchen. Wir sind jetzt mitten hier im sozialen Brennpunkt von Prohlis. Also wir sind ein sozialer Brennpunkt der Stadt Dresden. Und viele Eltern leben hier in Armut. Und die werden es nicht finanziell schaffen, jemals eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel von Dynamo Dresden für ihre Kinder oder für ihre Familie kaufen zu können. Und da sie aber Fans sind und dort auch mitgerissen werden durch viele, die in der Klasse sind und die darüber schwärmen oder durch die Medien. Und dann haben sie hier die Gelegenheit, diese Spieler persönlich zu sehen. Das ist für sie also unglaublich, wie ein Wunder, dass das möglich ist. Das ist für die Kinder wirklich ein Geschenk.